Hallo liebe MT-Fans, ich melde mich auch mal jetzt hier von zu Hause. Ich bin gerade noch laufen gewesen, habe jetzt zum Wochenende mein Training absolviert und wollte mich jetzt mal einfach melden und ja, die eine oder andere Frage beantworten. Ja, ich glaube, ich bin vorher mal einer derjenigen gewesen, der es auf die leichte Schulter genommen hat, der sich sogar ein bisschen lustig vielleicht darüber gemacht hat. Aber mittlerweile habe ich auf den Ernst der Lage erkannt und unterschätze es nicht und nehme das auf jeden Fall ernst. Und ich glaube, man sollte sich jetzt auch auf jeden Fall an die Bestimmungen halten, die uns da alle auferlegt werden. Mein typischer Tagesablauf momentan ist, dass es einmal darum geht, dass wir pro Tag entweder einmal eine Kraft- oder eine Laufeinheit haben, die ich versuche, möglichst zu absolvieren. Werden da ja schön von unserem Staff kontrolliert. Deswegen sollten wir uns auch immer dran halten und sollte da nicht auf blöde Gedanken kommen. Ja, und daneben ist es momentan ein bisschen schwierig, was zu finden. Ich studiere noch nebenbei, habe dann immer noch ein bisschen gelernt, wobei ich dann ehrlicherweise auch sagen muss, als dann die E-Mail kam, ja, wo drin stand, dass alle Klausuren bei uns zunächst einmal abgesagt werden, habe ich mich dann auch dazu entschlossen, das Buch mal schnell zur Seite zu legen. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Eigentlich nichts Großartiges. Ich glaube, ich langweile mich genauso zu Hause wie ihr fast alle. Deswegen, naja, vielleicht mache ich jetzt ein bisschen mehr die Wäsche oder räume hier im Haushalt auf. Wobei das vielleicht ein bisschen gelogen wäre. Wie hältst du dich persönlich fit? Ja, wie ich schon sagte, gehe entweder einmal am Tag laufen oder mache meine Krafteinheit. Da ist es momentan so ganz gut für mich, dass ich im Rea Med hier in Kassel richtig mit Gewichten trainieren kann. Natürlich unter ja, bestimmten Sicherheitsvorkehrungen, aber da bin ich sehr glücklich drüber. Ja, wie ich gerade schon sagte, natürlich Wäsche machen, Fenster putzen, all das, was ich halt nicht zu Hause mache. Ja, also ich habe auch letzte Woche halt ein paar Gesellschaftsspiele im Kreise der Familie gespielt, da hat man vielleicht auch ein bisschen Zeit dafür. Aber es ist halt schwierig. Ich glaube, ich bin da so ideenlos wie ihr fast alle. Ja, das soll es von mir erstmal gewesen sein. Ich hoffe, dass ihr alle weiterhin gesund bleibt und dass wir uns alsbald wiedersehen. Bis dann, euer Julius. Ciao, ciao.